Und die Aufnahme. Ich habe jetzt eine Dose hier auch schon aufgemacht. Eine zweite, eine neue. Und dann wollen wir mal weiter. Boah, ich setze mich mal vernünftig hier auf den Stuhl. So. Ein altes Tagebuch. Den hätte ich auch so gelesen. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Die Arbeit in den Ruinen hat die Oni alarmiert. Sie sind wütend. Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Okay, vielleicht war das das, was ich unbedingt einsammeln musste. Für Leute, Einzige die... Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Also wahrscheinlich ist das eher für die Leute, gewesen, die hier nichts einsammeln würden. Dass die dann zumindest das mitnehmen. Komme ich da rüber? Komme ich da hin? So, erstmal wieder alles anzünden. Ich lieb's. Ja, nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Okay, was fehlt uns hier noch? Da hinten haben wir ja. Nein, das wollte ich nicht. So. Oben fehlt uns noch was. Müssen wir noch mal nach oben. Das war der Weg nach oben. Erstmal wieder alles einsammeln. Alles voll, okay. Konnte man nicht überhaupt sprinten? Habe ich wieder vergessen. Weil es ja wieder eine Woche her war. Noch weiter nach oben, okay. Aber ich will alles einsammeln, also zumindest alles, was möglich ist, einzusammeln. Den haben wir nicht gesehen. Aber jetzt haben wir alle Geocaches. Und hier ist noch ein Artefakt. Okay, überlebt. Kommen wir dahin? Ich glaube, ich muss hier durch. Den Weg wieder zurück. Da war, glaube ich, auch irgendwo noch eine Tür. Kann das sein? In dem Bereich. Ja, stimmt. Das da war da. Ah, okay. Hier war das Ding.
Die Portugiesen prägten solche Münzen im 16. Jahrhundert für ihre Kolonie in Malakka, dem heutigen Malaysia. Sie stammt sicher aus einem der Galeonenwracks auf der Insel. In Malakka, okay. Ist auch ein griechisches Fluchwort. Malakka. Was war das jetzt? Was ich eingesammelt habe? Karte aktualisiert. Ach, das war die Karte. Okay. Einzig, was hier fehlt, sind diese Dinger zum Verbrennen. War hier drin noch eine? Oder hatten wir den schon? Sonst haben wir hier, glaube ich, schon alles. Jo. Was ist da? Naja, mit 130 können wir nichts machen. Vor allem ist jetzt auch wieder schön dunkel. Das ist jetzt, glaube ich, zweiter Tag auf der Insel. Oder, ne, zweite Nacht auf der Insel. Dritter Tag beginnt dann gleich. Irgendwann. Nehmen wir mit. So. Da oben. Beziehungsweise da unten eher. Noch was? Da ist Treibgut. Da lebt er immer noch. Jetzt nicht mehr. Wenigstens dort Überraschungsmomente war auf unserer Seite. So, noch ein neues Lager. Aber kein neuer Tagebuch-Dings, also Laras Tagebücher. So, da müssen wir auch nochmal hin. Ich glaube, an seine Leiche kommen wir nicht mehr. Lara, wir müssen nochmal zurück. Da hinten gab es noch was. Das was? Eine Boje, okay. Nein. Falsche Richtung.
Wir müssen nochmal zurück. Wofür ist das da? Ding. Ich hoffe, wir kommen da noch mal hoch. Okay, das Ding ist auch wieder so. Perfekt. Dann haben wir es jetzt auch. Wo sind die ganzen Kinder hin? Die ganzen Kinder? Noch ein Name, vorsichtig ins Holz geschnitzt. Coco. Coco. Okay. Hi, Paschi. Alles klar? So, den da oben hatten wir ja. So. Dann können wir jetzt wieder zurück. Muss das Wetter genießen. Wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß bei. Wenn du aber... Ah, da unten ist noch ein Geocache. Perfekt. Warte mal. So, gibt es auch Erfahrungspunkte. Den haben wir auch. Was ich genau sagen wollte, ich habe es wieder vergessen. Ich bin heute ein bisschen sehr vergesslich. Heute auch die Intelligenz einer Eintagsfliege habe ich sogar. Explosion und dachten. Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nah. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon hier sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Gute Einstellung. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Mathias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es.
etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Klippen sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. So, Paschi, auf was willst du hinaus damit? Stubjägerin, klettern Sie auf die Forschungsdienste. Wenn ich die Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Mathias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Paschi, ich hasse dich. So. Brille weg. Und hier, die 5 Minuten sind gestartet. Ich hasse dich gerade. So. Neuerungen habe ich jetzt aber nicht. 8 von 10 Laras Tagebüchern. Wo war jetzt das Dings hin? Beziehungsweise, warte mal. Wir haben hier noch ein Dokument. Hier noch ein Dokument. Hier eine Schatzkarte. Da das Grab. Da müssen wir gleich nochmal hin. Sammeln wir eben die Dokumente ein. Roth, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Okay. So, nächstes Dokument. Ach, hier ist noch ein Geocache. Liegt irgendwo rum. Und Muni. Wo ist denn der Geocache? Den möchte ich haben. Unten irgendwo? Hier drauf? Das ist ein bisschen doof, ohne Brille jetzt zu sehen. Paschi, dafür wirklich, da funktioniert der Elsterblick nicht mehr. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Panir, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Okay. Panir?
So, den Geocache möchte ich jetzt. Ach, der war da oben. Komme ich da hoch? Da haben wir den. Und da gab es noch einen. So, besuchte Gräber, 1 von 2, Hügelgrabräuberinnen, 1 von 5, Minenräumung, 4 von 10. Reliquien, hier fehlt noch eine Reliquie. Und hier ist noch ein Dokument in dem Gebiet. Hier! Ich muss noch einmal dahin. Ja, super. Okay, die eine Reliquie, die will ich jetzt noch eben einsammeln. Die scheint aber weiter unten zu sein. Das ist die Boje. Ja, die ist doch ein bisschen weiter oben. Oder hängt das vielleicht damit zusammen? So, Timer ist um. Ich darf die Brille wieder aufsetzen. Endlich. Ah. Da bin ich mir mittlerweile nicht mehr so sicher, ob ich dich noch vom tiefsten Herzen irgendwo mag. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Hier war das Ding. Da ist ein Bild von zwei Mädchen. Diese Brief, die Namen auf dem Bild. Millie und Coco. Ich habe ihr Spielzeug gefunden. Was ist mit dieser armen Familie passiert? Okay. Warum ist Lara jetzt die ganze Zeit so erpicht darauf, die Waffe hier zu... Hier so, zu halten. Sind hier irgendwelche Leute in der Nähe, die mich jetzt angreifen wollen? Hier, Grab, da wollte ich hin, da wollte ich rein. Lara, die Fackel. So, apropos. Da ist noch ein Geocache, ernsthaft? Ich hol zuerst die Links. Ich hol zuerst die Schatzkarte, die irgendwo sein soll. Diese Höhle war früher ein Ort der Anbetung. So, ein Fähigkeitspunkt. Investieren wir mal. Bogenexperte. Benutzen Sie Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schaltet das Kopfschussfadenkreuz frei. Ihr Pistolenexpert, töten Sie Feinde auf kurzer Distanz für mehr Belohnung. Schaltet das Kopfschussfadenkreuz frei. Gewehrexperte, benutzen Sie Ihr Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten und zusätzliche Belohnung zu erhalten.
Und Schrotflinte-Experte. Feuern Sie aus kurzer Distanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie aufzuhalten und zu bluten. Jetzt vielleicht erstmal den Bogen machen. Drücken Sie Y, während Sie den Bogen benutzen, um getäubten Feinden mit einem Pfeil den Rest zu geben. Pasch, ich dachte, du bist jetzt der Nächste, der hier ausgibt. So, ich will mich jetzt erstmal umsehen. Was macht das hier erstmal? Was machen die hier? Eine Art Fischerei. Ich glaube, ich verstehe, was hier gemacht wird. Dann muss ich da hoch. Ah, okay. Nein! Komme ich hier wieder raus? Jetzt aber. So. Einmal. Komm. Das müsste hoffentlich reichen. Ja. Ja! Nice. Wahrscheinlich lagern sie hier Nahrungsmittel. So, Lara, kannst du mal die Waffe einfach mal eingesteckt lassen? Grab des Tempel der Dienstmädchen gemeistert. Modifizierung verfügbar, finden Sie ein Lager. Magnum-Pistole. Waffe modifizieren, taktische Pistole zu Magnum-Pistole. Okay, Großraummagazin. Und polierter Lauf. Könnten wir uns leisten. Und hier. Könnten wir uns auch leisten. Polierter Lauf verbessert die Mechanik und erhöht damit den Schaden. Will ich zuerst das hier machen? Dann fehlen uns 200 Punkte für den polierten Lauf. Für den Großraummagazin. Hier haben wir alles. Müssen wir die beiden nur noch vollständig machen? Jetzt ist die Frage, kriegen wir das eigentlich hin, bis Ende des Games alles aufzubessern? Jeden Skill zu meistern und so? Sauber, Lara. Warum im Trockenen bleiben, wenn man auch nass werden kann? Da fehlten zwei Geocaches in dem Bereich da. Und hier auch noch eins. Alter, was uns hier alles fehlt. Ne, hier fehlt ja richtig viel.
Kann ich da irgendwie hin schnell reisen? Lara, Fackel! Ja, super, wir dürfen dann noch einmal hinrennen. Okay, aber da oben ist das nächste. Dann wäre das hier das nächste, noch weiter oben. Okay, wundert mich, warum wir die Leiter hier nie genutzt haben. So. Dann wird das hier, glaube ich, das nächste. Wenigstens überlebt. Ach, da unten. Kommt man da hoch? Okay, jetzt muss ich nachdenken. Wie kommt man da hoch am besten? Versuch mal hier rüber. Drei von drei Teilen Bogen verfügbar. Jetzt ernsthaft, wie kommt man da hoch? Beziehungsweise dahin? Sorry, Lara. So. So, dann müsste das hier das letzte in dem Bereich sein. Dann müssten wir die vier hier noch einsammeln. So, vielleicht muss ich die Krabben auch einmal. Ne, die geben nur Erfahrung. Okay. Kein Treibgut. Wo ist die andere Krabbe hin? Okay, das liegt noch da oben.
So. Schön Erfahrungspunkte sammeln, ja. Ich habe mir nichts markiert, ne? Wo ich hin wollte. Da wollte ich hin. Ne, zuerst lieber da, weil hier ist die Questmarkierung. Strand mit Schiffswrack und... Strand mit Schiffswrack. Hier komme ich, glaube ich, nicht wieder zurück. Also zumindest nicht so einfach. Ich muss den ganzen Weg wieder... Ja, ich muss den ganzen Weg wieder von vorne machen, natürlich. Was denn auch sonst? So. Was auch immer mit der Möwe gerade war. Ich glaube, hierhin komme ich erst wieder raus. Also wieder zurück. Mich stört es gerade, dass Lara die ganze Zeit irgendeine Waffe ausgerüstet haben möchte. Außer wenn ich die Fackel jetzt ausrüste. Hier noch eins. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir dahin? Hat das vielleicht mit den Dingern irgendwie zu tun? Nee, jetzt ernsthaft, wie sollen wir da hinkommen, bitte? Ich glaube, da kommen wir nicht hin.
Autsch. Vielleicht damit können wir noch dahin. Gehe ich mal von aus. Aber dann, müssen wir... Ach, da oben noch was einsammeln. Jo, Paschi, dann bis zum nächsten Mal. Viel Spaß, was du noch vorhast. Und genießt noch das schöne Wetter, was noch davon übrig ist. Lara muss auch alles kaputt machen. Das Ding, was wir suchen. Okay, hier komme ich nicht weiter nach oben. Hiermit auch nicht. Wie komme ich da hoch? Benutzen einfach diese Bretter. Und machen den hier auch nochmal auf. Okay, noch eine Bunkeranlage. Vielleicht komme ich darüber auch. Warte mal. Ich glaube, ich komme von hier irgendwie dahin. Kann das sein? Ja, okay. Dann kriegen wir die Sachen, die uns fehlen, doch noch. Das eine liegt da. Diese Insel ist mehr, als ich erhofft hatte. Die Bewohner sind natürlich völlig wahnsinnig. Und die armen Leute von der Endurance, eine Tragödie. Aber ehrlich, es ist gut für die Dramatik. Hier ist nicht nur das mythische Land Yamatai, sondern es gibt Schiffswracks und moderne Kultisten. Das rechtfertigt mindestens 2 Dokumentarfilme, vielleicht sogar eine Serie. Meine Güte, dieser Ort wird die Fantasie der ganzen Welt beflügelt und ich werde im Zentrum von all dem stehen. Diese Erleichterung. Ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Ich muss jetzt nur vorsichtig sein. Die Situation kann jederzeit außer Kontrolle geraten. Sobald mir dieser Matthias zuhört, kann ich ihn überzeugen, dass eine Zusammenarbeit allen nutzen würde. Schließlich kann er doch nicht ernsthaft glauben, was er diesen Männern predigt, oder? Sie sind orientierungslos und verwirrt. Ich werde sie alle in die Zivilisation zurückbringen. Die Sponsoren werden dafür Schlange stehen. Diese Story ist gewaltig! Ja, ich mag den nicht, den Whitman. So. Da. Alle 15 Geocaches, nice. Fehlt uns hier sonst noch irgendwas? Nur noch die Hügelgräber und die Minenräumung. Okay, interessanten Weg, den Lara hier nimmt.
Ist auf jeden Fall kreativ, den Weg, den sie nimmt. Nein, komm. So. Ist das Ding jetzt eingestürzt? Es ist eingestürzt, okay. So. Schön nach oben. So, und Treibgut, perfekt. Was soll wir machen, Vini? Da in dem Grab sind scheiß Oni. Keiner darf rein oder raus. Ich will alles, was seinen Fuß da reinsetzt. Hast du der OMS-Crew zugehört? Ja, die sagten, ein paar Jungs sind zum Bergen rein und nie mehr rausgekommen. Die verarschen dich, Bruder. Die Mistkerle denken sich das aus. Glauben einfach nichts davon. Also ich versuche den mal leise umzulegen. So. Beide gekillt, nice. So. Und Loot. Wo geht's weiter? Ich glaube, hier entlang. Mal gucken, vielleicht kriege ich wirklich hin, jetzt erstmal alle leise umzulegen. Jetzt, glaube ich, ist alles, was wir eingesammelt haben bisher, müssen wir jetzt alles auf einmal nutzen. So. Okay, perfekt. Eins von drei. Müssen wir alles mitnehmen. 3 von 3 Teilen. Wir haben jetzt alles fertig, glaube ich. Also alles eingesammelt. Müssen wir nur mit dem Treibgut alles voll aufrüsten. Komm ich da durch? Ne, ich muss hier durch, ja. So, wir rutschen. Ne, doch, die sagt, wir rutschen hier jetzt erstmal.
Kann ich gerade nicht benutzen. Ich muss hier erstmal alles freiräumen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Okay. So. Und den. Okay, der ist runtergefallen. Aber jetzt müssten wir Dings nutzen können. 351 haben wir jetzt. So, Sportbogen. Waffen modifizieren. Compoundbogen zu Sportbogen. Sportbogen gemeistert. Kampfschrotflinte. Waffen modifizieren. Pumpgun zu Kampfschrotflinte. So, also explosive Pfeile können wir jetzt machen. Gegengewicht und durchdringende Pfeile. Und hier modifizierter Verschluss. Und Trommelmagazin. Hier Großraummagazin halt. Mal gucken, wie teuer. Verbesserte Mechanik erhöht die Leistungen und den Schaden. Komm, machen wir das mal. Haben wir dann halt jetzt nur 26. Wir werden eh alles voll machen. Früher oder später. So, der eine liegt jetzt hier. Ich finde es krass, dass hier irgendwie wirklich noch Strom ist. Das ist alles hier Funst. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Der Aufzug steckt fest. Ja, super. Auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Nur mit mehr Wucht. Ich muss irgendwie da durchkommen. Achso, hier ist Öffnung. Kann ich jetzt hier aufmachen? Ja. Dann habe ich es zukünftig leichter, hier hoch und runter zu kommen. Hier. Da haben wir was. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. So, hier fährt man schon langsam von Trinity. So, komm, kann ich mitnehmen. So, das auch. Und wir machen den nächsten kaputt.
Okay. Autsch. So, okay, dann auf in die vierte Ebene. Okay, wie soll man zu das da hinkommen? Jetzt ernsthaft, wie soll ich da hinkommen? Ich muss mir den Weg freischießen. Freischießen? Ah, okay. Und jetzt? Nee, jetzt ernsthaft, hä? Also genau, hier. Das war das. Okay, einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Ja, die Frage ist nur... Warte mal. Vielleicht müssen wir den einmal hier runter. Einmal alles nachladen. Autsch. Ich hab ne Idee. Keine Ahnung, ob das funzt. Wo muss ich lang? Ach so. Ich glaube, das hat funktioniert. Du glaubst? Ich glaube, das Ding ist durch. Mach mal hier mal auf. Hey, ist da jemand? Nein. Mann, scheiß drauf, echt. Was zum Teufel mache ich überhaupt hier? Hier gibt's was zum Lüften. Perfekt. Sonnenkiller, neue Herausforderung abschließend. Okay. Wie viele Herausforderungen gibt es denn hier noch? Oh, hier haben wir wieder was. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden?
mal, ist da noch jemand? Also jetzt dürfte hier keiner mehr sein, oder? So. Das nehmen wir auch noch mit. Hier hinter habe ich was gesehen. Ja, ein Geocache. 2 von 3. Gibt's hier hinter auch noch was? Ich hätte gern noch ein bisschen mehr Treibblut. Treibblut. Diese Figuren. Krieger. Sie waren in Himikos Grab. Sie beschützten sie. Und er hatte Harakiri gemacht. Bist du das? Warst du so eine Art General? Ich glaube, der versteht dich nicht, Lara. Du hast Seppuku bekannt. Ach, Seppuku heißt das, nicht Harakiri. Wieso? Es ist wunderschön. Und noch scharf. Ich habe die Königin enttäuscht. Das Ritual scheiterte. Die Priesterin wusste, nur der Tod würde sie retten und beging Selbstmord. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Ihr Zorn wurde zu den Stürmen und erlischt erst, wenn ihre Seele von der Erde befreit wird. Meine Sturmwache ist auf ihren Schutz eingeschworen. Aber ich kann nicht mehr. Wesenden Körper. Das ruft also die Stürme. Um es zu beenden, müssen wir die Leiche in der Ritualkammer vernichten. Wie zur Hölle soll ich das den anderen beibringen? Was ist das jetzt für eine Musik? Scheiße! Ich muss sofort hier raus. Okay, jetzt gleich geht's los. Wo muss ich lang? Okay, da lang. Wer schießt von wo? Ach, da oben. Wir dürfen auch mal runterkommen hier, ja? Wo kommen die jetzt her? Mist.
So, Kopfschuss. Den hat er überlebt? Was das? Okay. Einmal alles nachladen, alle looten. So, es müssen noch irgendwo welche liegen. Dann wahrscheinlich oben. Ich brauche wieder ein Lager. Ich möchte ein bisschen was verbessern. Lara, wo zum Teufel bist du? Oh nein, was ist denn los? Wir werden angegriffen. Wir brauchen Hilfe. Verdammt. Nein. Ich muss sofort zurück. Strand mit dem Schiff, oder? Keine Wahl. Diese Aufzeiger unten am Strand. Warum gehen wir nicht dorthin? Also Matthias will nicht, dass jemand auf diese alten Basis rumschnüffelt. Aber was ist mit den Oni? Ganz ruhig. Hier draußen ist alles okay. Wir finden die Frau und töten sie. Und danach greifen wir mit den anderen den Strand an. Komm, ich will den Kopf treffen. Achtung, sie sind am Pier. Feuer, Feuer. So, ich brauche noch mehr Muni. Das Boot gehört mir, ihr Hurensöhne. Ihr werdet verdammt sein, wenn ich das Ding aufgebe. So. Ist das alles, was wir drauf haben? Sie ziehen sich zurück. Reyes, du bist verletzt. Na komm. Danke, danke. Weißt du, ich dachte, das war's für mich. Keine Spur von ihnen. Was war los? Whitman hat während des Angriffs Sam gepackt und ist abgehauen. Oh, er bringt sie zurück zu Matthias. Hätten wir dir nur... Scheiße. Hätte ich dir geglaubt. Wie geht's jetzt weiter? Das Boot ist fertig. Wir brauchen Hilfe. Das dachten die bestimmt auch. Du hattest ja recht mit Whitman, du hast doch die Stürme gesehen. Sie greifen alles an, was sich nähert. Also, im Zweiten Weltkrieg waren Wissenschaftler hier. Und die glaubten, dass die Stürme aus einer Ritualkammer beim Kloster kontrolliert werden. Da sind noch viele Fragen, aber Sams Entführung hat damit zu tun. Und wenn wir ohne diese Antworten ablegen, sind wir alle tot. So wie die Piloten. Und so wie Roth. Hör zu. Was immer hier passiert, Lara verdient eine Chance. Wir können nicht zurück zu ihrer Stellung. Das wäre Selbstmord. Dort wird sie nicht sein. Sie bringen sie in dieses Gebiet. Und
Und über diesen Zufluss kommen wir ran. Hör zu. Ich weiß, wie sehr du zu deiner Tochter willst. Glaub mir. Aber der Kampf ist noch nicht vorbei. Ich verlange nicht, dass du dran glaubst, Reyes, aber du musst mir vertrauen. Okay. Lassen wir es zu Wasser. Okay, Lara. Wenn du bereit bist, geh einfach an Bord. Ich will erstmal hier zum Lagerfeuer. So. 498 hätten wir. Was könnten wir hier jetzt machen? 650 kostet das, explosive Pfeile. Das ist aber teuer. Gegengewicht, stabilisierende Gewichte verbessern die Präzision und erhöhen damit den Schaden. Und hier nochmal durchdringende Pfeile. So, Schrotflinte. Trommelmagazin. Hier haben wir alle 11 gemeistert. Großraummagazin könnten wir machen. Komm, ich mach den jetzt. Ich benutze gern die Pistole. Haben wir das 100%? Wir haben schon drei Sachen auf 100%. Jetzt fehlen nur noch die beiden hier. Warte mal. Irgendwas. Ne, wir. Ne, können wir uns nicht leisten. Da fehlen noch ein bisschen Treibgut. Okay, gehen wir drauf. Lara, was glaubst du dort zu finden? Willst du das wirklich wissen? Nein, sag's mir trotzdem. Die Seele einer Sonnenkönigin ist in einem toten Körper gefangen. Ihr Zorn ist der Auslöser der Stürme. Wird der Körper zerstört, hören die Stürme auf. Klar. Und was will Mathias von Sam? Keine Ahnung. Und das macht mir am meisten Angst. Hey, ich weiß, dass der Plan verrückt ist. Ja, ist er. Aber er ist alles, was wir haben. Ziehen wir es durch. Okay, los geht's. Nein. Du wirst mit Reyes den Haupteingang bewachen und ich gehe rein und hole Sam. Du gehst also allein? Je mehr Leute, desto größer die Gefahr, entdeckt zu werden. Wenn es gleich losgeht, tötet so viele Mistkerle, wie ihr könnt. Da sind aber nicht nur Solari, sondern da sind auch andere. Samurai, die königliche Sturmwache. Erschießt einfach alles, was nicht wie ich oder Sam aussieht. Mein kleiner Vogel. Kleiner Vogel. Das. Wir werden uns wiedersehen. Wir halten dir den Rücken frei. So, nochmal 200 Fragen. Nein. Okay, ich muss direkt da. Gut. Gut, sehe ich nicht. Schade eigentlich. So, Sam, Gott sei Dank, sie lebt. Und der gute Doktor. Was zur Hölle tust du, Whitman? Einfach beide erschießen. Die Sturmwache. Leute, sie bewachen das Kloster. Und sie wollen ihrer neuen Königin vorgestellt werden. Von dem, der sie zu uns gebracht hat. Ah,
klar, natürlich. Ich hatte schon mit archaischen Stämmen zu tun. Das wird ein Award, James. Was macht er da? Mein Name ist Dr. James Whitman. Ich komme in Frieden. Ich bringe euch eure neue Königin. Oh nein. Die Königin. Auf Japanische. Eure, Mein Freund! その首もらって。Natürlich, da sind schon die nächsten wieder. Kann ich Whitmans Leiche sehen? Ich würde gerne sehen. Das ist er definitiv nicht. Wo liegt er denn? Der müsste doch hier liegen. Oder ist er da runtergestürzt? Denn das ist er definitiv nicht. Der liegt schon ein bisschen länger hier. Da. So. Das ist auch nicht Whitman. Festung an der Schlucht. Die Sturmwache. Schützt nach all den Jahren immer noch ihre Königin? Ja, anscheinend. Okay. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, die jetzt vielleicht anzugreifen. Die haben dazu gemacht. So. So viele schöne Uni. So, nochmal 20 Erfahrungspunkte. Okay, da ist eine Gruppe. Aua. Irgendwas habe ich mich hier anscheinend verletzt. Darunter glaube ich eher nicht. Vermutlich da hoch. Schon ein bisschen gruselig, an denen vorbeizugehen. Oh.
Okay, wenigstens entkommen. Ist noch immer kein Stufenaufstieg. Vor allem, wie schafft es Lara, die umzulegen, während die komplette Insel von denen gekillt wird? So, geschützter Gang. Bei dem General gefunden habe, sagt, dass eine Seele in einem verwesenden Körper die Stürme hervorruft. Er muss damit die letzte Sonnenkönigin meinen, aber ich begreife nicht, was Himiko damit zu tun hat. Sie war die erste Königin. Matthias glaubt, dass Sam damit verbunden ist. Und das kann nichts Gutes heißen. Verdammt sollst du sein, Whitman. Du würdest für eine Story alles tun. Ja, jetzt ist er tot. Ich weiß, die Antwort liegt in der Ritualkammer. Aber dorthin zu kommen, wird nicht einfach sein. Die Sturmwache verteidigt sie. Ich weiß, dass ich es tun muss. Aber ich habe große Angst davor, was ich dort finde. So. Was machen wir hier jetzt als nächstes? Den Bogen haben wir. So würde ich vielleicht Schrotflinte machen. Drücken Sie Y, um betäubten Feinden mit der Schrotflinte den Rest zu geben und zusätzliche Erfahrungspunkte zu erhalten. So, dann fehlen nur noch die beiden hier. So, dann würde ich jetzt aber nochmal einen kurzen Break machen und dann bin ich gleich wieder da.